Ausbildungsstart 2023. Jeremy, Benjamin, wir hoffen mal die nächsten 3 Jahre auf eine schöne Zeit. So, was haben wir denn festgehalten, was wir die nächsten 3 Jahre so machen wollen, die Ziele für die Lehre? Benjamin? Dass ich immer pünktlich zur Arbeit komme, dass ich meine Leistung auf der Arbeit verbessere. Und was heißt verbessere die Arbeit? Also, dass ich meine Arbeit genauer... Welche Schulnote haben wir vereinbart, die mindestens sein muss? Eine 3. 3 für alle beide, richtig? Wenn es besser ist, besser. Was gibt's denn? Was haben wir noch vereinbart? Dass man arrangiert, also immer jeden Tag bei der Arbeit seid. Also Fragen, pünktlich. Fragt. Pünktlich ist das, davon gehen wir aus. Das Normalste der Welt. Was ist es denn, wenn ihr nicht pünktlich auf Arbeit seid? Was haben wir denn da auch vereinbart? Gibt es keinen Bonus? Achso, ja. Oder? Also ich habe das... Überlesen? Ich weiß gar nicht, ob du das reingeschrieben hast. Ich habe alles gelesen. Steht alles drin. Ja? Also wir haben vereinbart, wenn sich dran gehalten wird, gibt es Bonus. Was gibt es denn Bonus? Im zweiten Lehrjahr 1400. Nichtraucherbonus gibt es? Ah, Nichtraucherbonus. Sofort, ne? Also es gibt Geld quasi. Und wenn es nicht gemacht wird, gibt es kein Geld. Das steht so quasi drin. Als Anreiz für eine schöne Lehre. So. Habt ihr noch was zu sagen jetzt? Nicht wirklich, nein. Das ist. Ja. Dass Arbeitgeber sehr freundlich ist mit den Mitarbeitern. Dass man hier gute Umstände hat. Und dass man sehr viel Spaß hat auf der Arbeit. Und Jeremy, hast du irgendwelche zusätzliche Erwartungen? Nee, ich schließe mich denen an. Und ich finde es halt auch ziemlich gut, dass hier auch, was nicht bei jedem Betrieb so ist, auch jede Woche das Berichtsheft geprüft wird.